So, so wie es ausschaut, haben wir alle Trimmer beieinander. Die Querplatten oder die Kranzplatten, die angefrästen D-Nutensteine für die Montage, die Inbusschrauben für die Montage, ein Werkzeughalter selber, die M7-Schrauben für die Klemmung vom Drehstall, die Spannschrauben für den Werkzeughalter, die D-Nutschrauben dazu und die extra dicke Bellogscheiben. Na ja, dann werden wir das einmal auf der Drehbank montieren und ausprobieren, ob es auch so funktioniert, wie wir es uns vorgestellt haben. Oder auch nicht. So, als erstes schieben wir sie einmal die T-Nutensteine rein. Dann legen wir die Grundplatten drauf und versuchen, dass wir mit den Befestigungsschrauben die vier Nussensteine treffen, was nicht allzu schwere Übung ist. Dann nehmen wir sie einen Anschlagwinkel, richten uns das halbwegs ein und ziehen die Inbusschrauben an. Ah, das passt schon. So, dann fahren wir die nächste T-Nutmutter ein. Schmeißen unseren Werkzeughalter drauf und versuchen mit der M10-Schraube und der dicken Beilagscheibe die T-Nutmutter zu treffen. Was uns in dem Fall auch gelungen ist. Jep. So, und jetzt müssen wir nämlich die M7 Vierkantkopfschrauben alle reintragen. Ja, aber das braucht man nicht alle sieben machen. Ne? Es geht so weiter. So, dann brauchen wir jetzt eigentlich nur mehr einen Halter mit einem Anstichmesser. Ne? Damit wir den auf Spitzen hinkriegen, legen wir sie ein paar Beilungen unter. Und schrauben wir am Fest. Da passt der gleiche Schlüssel wie für Multifix. So, mit einem Renner können wir schauen, ob wir halbwegs dort sind, wo der gegenüberliegende ist. Je nachdem, was man machen will. Und mit zum Beispiel einem 1-2-3 Block können wir es gerade richten. Den brauchen wir auch. Man muss dann mit einem 1-2-3 Block gerade richten. Sollte das halbwegs passen. Ja, der hält gut. So, dann ziehen wir das auch noch ordentlich an und dann probieren wir das aus. So, da, wir haben uns jetzt einmal ein Stückchen Stahl von irgendeiner Qualität eingespannt. Und das probieren wir jetzt mit, sagen wir mal, weiß ich nicht, 500 Umdrehungen und schauen, was passiert. Ne?
Also, ich muss sagen, ich bin schlichtweg begeistert. Also, die Spändchen, wie man sieht, big fan. Ne? Also, kein Quietschen, kein Schreien, kein Rattern, kein Zögern, kein gar nichts. Einfach nur ratzfatz, eine Hurra und pfah. Also, das Ding macht sich, das ist ja fast unbezahlbar. Ne? Also, naja, fast. Jeder hat seinen Preis. Also die Spannung mit dem Multifix, die waren nicht gegangen. Ne? Das ist schon geil. Gibt's nichts.